Der Bahnsteig ist übersät mit Blutspuren. Um 4.45 Uhr am Dienstagmorgen näherte sich der 27-Jährige dem Bahnsteig am Gleis 1 des Bahnhofs Grafing. Dort stand bereits die erste S-Bahn des Tages zur Abfahrt bereit. Er hat dann wohl Passanten bedroht, ist in die bereitstehende S-Bahn, die erste S-Bahn, die Richtung München reinfährt, eingestiegen, hat dort in der S-Bahn einen Mann mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt. Er ist danach wieder aus der S-Bahn ausgestiegen, hat eine weitere männliche Person, die hier wohl einsteigen wollte oder auf dem Bahnsteig wartete, mit dem Messer angegriffen, auch schwer verletzt und ist dann oder hat dann diesen Bahnhofsvorplatz verlassen. Die blutigen Barfußspuren des Tatverdächtigen führten dann von der S-Bahn weg zum Bahnhofsvorplatz. Dort griff der Mann unvermittelt einen Radfahrer an und verletzte diesen ebenso wie einen zweiten Radfahrer, der vorbeigekommen war. Danach versteckte sich der Mann in Tatortnähe, wurde aber von einem Bahnmitarbeiter beobachtet. Die Polizei konnte ihn schließlich ohne Gegenwehr festnehmen. Die Tatwaffe konnte bei dem Mann selbst sichergestellt werden. Es handelt sich um ein Messer mit einer circa Klingenlänge von 10 cm. Nach Zeugenaussagen soll der Mann bei seiner Tatausführung "Ungläubiger, du musst jetzt sterben" und "Allahu Akbar, Gott ist groß" gerufen haben. Das Landeskriminalamt hat die Einsatzleitung bzw. die Ermittlungen übernommen, weil der Täter bei der Tatausführung politische Motivationen geäußert hat. Doch bereits gegen Mittag konnte der Verdacht eines möglichen islamistisch motivierten Terrorangriffs immer mehr abgeschwächt werden. Der Staatsschutz konnte bislang keine Erkenntnisse finden, dass der Mann politisch aktiv ist. Vielmehr wurde immer deutlicher, dass er unter psychischen Problemen litt. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 27-jährigen deutschen Staatsbürger, der aus Hessen wohl stammt. Zu der tatverdächtigen Person liegen bislang keine staatsschutzrelevanten Erkenntnisse vor. Allerdings ist die Person erst vor kurzem wegen psychischer Auffälligkeit und wegen Verdachts auf Drogenkonsum polizeilich in Erscheinung getreten. Das Motiv des Täters ist derzeit noch nicht bekannt. Die Vernehmungen durch die Polizei dauern derzeit noch an. Vom 8. auf den 9. Mai war der 27-Jährige bereits in psychischer Behandlung. Am Montagabend traf er dann in München ein, konnte sich aber kein Hotel leisten und verbrachte einige Stunden mit einem Ungarn, den er am Hauptbahnhof kennengelernt hatte. Noch in der Nacht fuhr er dann mit der S-Bahn nach Grafing, wohl eher grundlos. Österreich oder Portugal soll der Tatverdächtige, der in den Vernehmungen einen verwirrten Eindruck machte, als Ziel angegeben haben. Es gibt aus dem S-Bahn-Zug und vom S-Bahn-Steig wohl auch Videoaufnahmen mit den dort installierten Videokameras. Auch diese werden im Moment ausgewertet. Gegen den Mann wird wegen Mordes und dreifachen versuchten Mordes ermittelt. Die Staatsanwaltschaft hat aufgrund des verwirrten Zustands des Täters die Prüfung der Schuldfähigkeit in Auftrag gegeben.